Da viele von euch nach wie vor Fragen zum Thema Helium haben und wir demnächst ein sehr großes und einschneidendes Update erwarten, welches vom 4. Oktober 2021 zum 9. November 2021 verschoben wurde, mehrmals schon, dachte ich, ich mache einfach ein Video, in dem ich über den Proof of Coverage Algorithmus von Helium spreche in der 11. Version, bei dem es um viele verschiedene Sachen geht, aber hauptsächlich darum, dass man das Netzwerk qualitativ hochwertiger macht, indem man die Verteilung der Helium-Tokens fairer gestaltet. Hintergrund des Ganzen ist, das Helium-Netzwerk nutzt ja LongFi, um zum Beispiel die Roller von Lime zu betreiben, um eines von vielen Beispielen zu nennen, und für das zur Verfügung stellen von einem Hotspot, der Datenaustausche ermöglicht, austausche, egal, bekommt man eben Helium als Belohnung. Je höher man ihn platziert, desto besser können die Geräte untereinander kommunizieren, desto mehr Value gibt man dem Netzwerk und desto mehr Helium bekommt man. Nun gibt es einige böse Buben, vor allen Dingen in China habe ich das beobachten können im Explorer, vielleicht habe ich euch das mal gezeigt, die einfach hexagonartig ihre Helium-Miner platzieren, indem sie spoofen, also indem sie ihre GPS-Koordinaten verfälschen und dadurch den ehrlichen Leuten, die wie ich auf Balkone klettern und auf Häuserdächer steigen, um möglichst hoch und gut die Antenne zu platzieren, die Helium wegnehmen. Und das ist natürlich nicht fair. Und da möchte Helium dagegen vorgehen. Das ist auf jeden Fall eine der Sachen, die gemacht wird. Das ist aber für uns auf jeden Fall gut, weil die wenigsten betreiben in Deutschland Spoofing, soweit ich weiß. Und da braucht man auch ein bisschen technische Finesse dafür. Und das, was eben diesen Schummlern, Spoofern weggenommen wird, kommt den ehrlichen Leuten zugute. Was aber viel wichtiger ist, und da machen sich aktuell alle ein bisschen in die Hose, das ist nämlich die Sache mit dem Antennengewinn. Und zwar ist es so, dass es darum geht, dass man die regulatorischen Rahmenbedingungen für den Antennengewinn einhalten möchte. Und es ist ja so, dass man eine Standardantenne von zum Beispiel 2,8 dBi, 4 dBi bekommt. Und je größer die dBi ist, desto enger ist eben dieser Kegel, der in eine bestimmte Richtung strahlt, während eine geringere dBi halt eher in einem Kreis ist. Wenn man außerhalb der Stadt wohnt, dann holt man sich zum Beispiel eine höhere dBi, da man so besser in die Stadt reinstrahlen kann, weil auf dem Dorf gibt es halt eben nicht so viele Hotspots, die man witnessen kann mit weniger dBi. Was jetzt allerdings passieren wird, und das ist eben die große Befürchtung auf dem Papier, möchte ich sagen, denn wie es in der Realität aussehen wird, wissen wir aktuell nicht, ist, dass die Leute, die in starke Antennen investiert haben, beziehungsweise die noch unterwegs sind, diese plötzlich nicht mehr benutzen können oder eben bis jetzt von den starken Antennen abhängig waren und danach weniger bekommen, weil eben der Antennengewinn auf den regulatorischen Höchstwert runtergeschraubt werden soll. In den USA ist der bei über 30, somit sind viele der Miner in den USA nicht betroffen, aber bei höchstens 16 dBi, die man in Europa ausstrahlen darf, ist es so, dass man mit einer, wenn zum Beispiel der Miner alleine 12 dB hat und man da noch eine mehr als zum Beispiel 4 dB an Antennengewinn hat, dann könnte es schon kritisch werden. So ist es zumindest auf dem Papier. Aktuell muss ich sagen, ist die Schwere dieses Updates noch relativ heiß diskutiert innerhalb der Helium-Community. An dieser Stelle einen schönen Gruß an die Telegram-Gruppe der Helium-Community. Es ist natürlich so, dass wenn hier die Stadt ist und man lebt irgendwo hier, dann ist es besser, eine 5,8 dBi-Antenne zu haben. Aber vielleicht wird es in der Realität dann so aussehen, dass die bösen Spoofer so viel uns geklaut haben, dass es am Ende gar nicht so einen großen Unterschied machen wird. Ihr seht jetzt einen Screenshot eingeblendet, hoffentlich von... Beziehungsweise, nee, ich mache das... mal schauen, ob ich einen Screenshot einblende. Meine drei Hotspots, die haben jetzt in den letzten 24 Stunden knapp 25 Euro gemacht.
damit bin ich sehr zufrieden. Das ist ein super passives Einkommen, wo man wirklich nichts machen muss. Und es ist die Definition vom passiven Einkommen. Damit bin ich aktuell glücklich. Aber ab dem 9. November muss ich natürlich gucken, welche Auswirkungen wird das neue Update drauf haben. Und im Zweifelsfall, ganz ehrlich, ich glaube, der schlimmste Fall, den ich befürchten kann, ist, dass ich ein bisschen Trial and Error machen muss, dass ich die 8 dB Antennen ersetze durch 4 dBi oder 2,8 dBi, was ich halt da habe, und dann gucke ich am Ende, was am besten funktioniert. Das Ganze ist aber natürlich so ein bisschen eine Sache, wo man sich hier nicht einfach nur in Blockchain-Territorium begibt, sondern es ist auch natürlich Funk-Territorium hier. Also das ist zum Beispiel die Stärke von einem Miner, diese gerade Linie. Dann hat man ein bisschen Verlust durch das Kabel. Hier zum Beispiel bei Nebra sehr schön übersichtlich gestaltet, welches Kabel man benutzt, wie viel Verlust man beim DBM hat, nicht DBI, und was für einen Durchmesser die haben. Also wer von euch das braucht, um vielleicht seinen Kabelverlust zu messen, um dann es in der App einzutragen, würde euch empfehlen, euch mit dem Thema zu beschäftigen. Dann hat man hier eben diesen Verlust vom Kabel und durch die Antenne hat man hier diesen Gewinn. Also hier in dieser Zone ist der Effective Isotope Radiated Power, der halt eben, wie gesagt, 16 sein muss in der EU. Und dann hat man eben hier, dann ist dann halt die Frage, wohin geht das? Ab hier ist es sozusagen nicht mehr unser Bier, denn das ist dann eben der Verlust, den man hat, den man unweigerlich hat, bis das Signal irgendwo anders ankommt. Und dort hat man dann auch erstmal die Antenne und dann das Kabel und dann den Empfänger. Also ich bin beileibe kein Funkexperte. Ich habe mich jetzt mit diesem Thema hauptsächlich damit beschäftigt, um euch das Ganze näher zu bringen. Tut mir leid, wenn der eine oder andere von euch jetzt eine eindeutige Antwort haben wollte, wie stark die denn jetzt die Antenne sein muss, damit man möglichst viel Profit macht. Ich glaube, aktuell brauchen wir einfach nur Erfahrungswerte ab dem 9. November, insofern das Update dann tatsächlich auch ab dem 9. November live geht. Und danach können wir dann nochmal darüber sprechen. Ansonsten, wer von euch eine Meinung zu dem Thema hat oder Fragen hat, bitte, bitte, bitte gerne eine Diskussion in den Kommentaren führen. Die Helium Community versucht sich immer gegenseitig zu helfen und ich finde das Thema auch natürlich sehr spannend. Und ich versuche auch euer Engagement durch ein bisschen Litecoin zu belohnen und schauen wir mal, wer dieses Mal den Gewinn ziehen wird. Es ist der Shakil. Lieber Shakil, beim nächsten Mal einfach deine Adresse hinterlassen und dann kannst du ein bisschen Litecoin bekommen. Stattdessen bekommt es der Chris. Ja, Chris, ich hoffe, einige von deinen Fragen konnten jetzt in diesem Video beantwortet werden. Schade, dass du auch nicht eine Litecoin-Adresse reingesetzt hast. Eddie, vielen, vielen Dank für den Tipp. Mittlerweile habe ich übrigens tatsächlich ein Loch ins Fenster gebohrt und die Antenne im Innenraum platziert. Juhu, da ist der Gewinner. Herzlichen Glückwunsch an den lieben Fritzi. Hier hast du 2 Dollar in Form von Litecoin. Viel Spaß damit. Ansonsten natürlich, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, abonnieren, die Glocke, kommentieren natürlich. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.